Wegen einer Verletzung an der Achillesferse musste Mark Keller bei Let's Dance die Segel streichen. Nun wird er von einem berühmten Arzt behandelt, dessen Name vor allem Fußballfans ein Begriff sein dürfte. In den vergangenen Tagen gab es unschöne Neuigkeiten rund um Let's Dance. Gleich zwei beliebte Teilnehmer mussten die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Nachdem zunächst Komiker Toni Bauer, 28, das Handtuch werfen musste, wurde schließlich auch der Ausstieg von Mark Keller, 59, bekannt gegeben. Der Schauspieler hatte sich eine Verletzung an der Achillesferse zugezogen. Let's Dance. So geht es für Mark Keller jetzt weiter auf dem offiziellen Instagram-Kanal der RTL-Tanzshow, heißt es dazu. Eine Verletzung an der Achillessehne zwingt Mark dazu, aufzuhören, weil ein kompletter Riss droht. Unser Ärzteteam hat daher eine absolute Schonung des Fußes für Mark angeordnet. In einem Interview hat Mark Keller nun über seine Pläne für die Zeit nach dem Let's Dance ausgesprochen und dabei auch verraten, dass sich ein echter Promi-Doc seiner Verletzung annehmen wird. Ich fahre nächste Woche direkt zu Müller Wohlfahrt, so der Bergdoktor, Star gegenüber RTL. Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, 81, gehört wohl zu den berühmtesten Medizinern Deutschlands, was vor allem an seiner langjährigen Arbeit als Mannschaftsarzt des FC Bayern München liegt. Dieser werden Mark Keller komplett zwei Tage behandeln, wie der Schauspieler berichtet. Damit ist die ganze Angelegenheit aber leider noch nicht erledigt. Ich habe jetzt wirklich noch einige Arbeiten mit Ärzten. Hier an unserer express.de Umfrage teilnehmen, was sonst in den nächsten Wochen so ansteht? Bei den übrigen drei Shows werde Mark Keller im Publikum sitzen und die verbliebenen Tanzpaare unterstützen. Und auch seinem Job als Schauspieler geht er schon sehr bald wieder nach. Wir drehen ja auch wieder, Bergdoktor, ab Ende Mai, da muss ich direkt runter. Zudem wolle er weiter an seiner Musik arbeiten, Mark Keller ist nämlich auch als Sänger tätig. Mit seinem Erfolg bei Let's Dance, für einige Fans galt er sogar als Favorit auf den Titel, hatte der TV-Star selbst offenbar gar nicht gerechnet.